Und erste Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt ist Carmen Jeitler-Cincelli von der ÖVP. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Rechnungshofpräsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ja, der Rechnungshof hat oft eine überschaubare Popularität. Warum? Vielleicht, weil wir ex post oft Dinge betrachten, die dann die Aktualität im Eiltempo der Politik, in der wir sind, nicht mehr dem das widerspricht. Es ist oft das Augenmerk auf das Vergangene nicht so da, aber ich glaube, dass wir viel aus dem Vergangenen lernen können. Gerade im Bereich der SDGs hat sich in Österreich sehr, sehr viel getan. Und ich glaube, das ist auch unter anderem dem Aktivwerden des Rechnungshofes geschuldet, dass sich hier so viel getan hat. Wir haben jetzt einen nationalen Fortschrittsbericht, wir haben viele Institutionen, die sich stark machen, eine interministerielle Arbeitsgruppe, Think Austria tut viel, wir haben das Ban Ki-moon-Zentrum natürlich, wir haben viele zivilgesellschaftliche Initiativen, eine breite Basis, die hier zusammenarbeiten, beispielsweise das Uninetz in der Akademie, SDG Watch, viele die hier Protagonisten, die hier zusammenarbeiten. Ich habe jetzt aus der Debatte, weil es sehr breit ist, einen Tagesordnungspunkt herausgenommen, der mir wichtig scheint und passend. Das ist das SDG Nummer 5, die Geschlechtergleichstellung. Hier ist einiges umgesetzt worden, vielleicht auch verbunden mit Ihren Forderungen im Katalog, zum Beispiel Anteil von 30% an Aufsichtsrätinnen in Großunternehmen und mehr Maßnahmen zur Förderung von Frauenkarrieren. Ich habe heute in der Früh vernommen, diesen Spruch einen unserer Abgeordneten gegenüber, und zwar Wolfgang Gerstl. Er wurde heute eigentlich dargestellt, das ist von der Frau Yildirim von der SPÖ, in einem völlig falschen Bild. Und zwar wurde hier gesagt, er wäre der Prototyp für konservative Frauen- und Familienpolitik. Und das ist einfach unwahr. Es ist völlig unwahr. Er wird mehr oder weniger für mich als Chauvinist dargestellt und das ist völlig unwahr. Ich weiß nämlich, dass es bei uns in der ÖVP sehr, sehr wichtig ist, die Geschlechtergleichstellung. Fakt ist, nicht nur die Hälfte unserer Regierungsmitglieder sind Frauen, sondern auch 37% der Abgeordneten der ÖVP sind Frauen. Und wir haben eine hervorragende Ministerin mit Susanne Raab. Wenn Sie sich mokieren, Frau Yildirim, dann bitte mokieren Sie sich über die FPÖ oder über den Herrn Kickl. Da sind nämlich wirklich nur noch 5 Frauen übrig. Sie haben 16%, ja Harald, 16% Anteil an Frauen in den Reihen. Also wenn man sich mokiert, dann bitte da und nicht bei uns. Wir haben nicht nur 37% Frauen, sondern das sind großartige Frauen, das sind Kämpferinnen, das sind selbstbewusste, starke Frauen. Herzlichen Glückwunsch. Zum heutigen Punkt, das Schließen des Gender Pay Gaps. Es gibt hier eine hervorragende Publikation von der Agenda Austria, dass es hier eigentlich um einen Motherhood Pay Gap geht. Es gibt nur einen ganz kleinen Bereich, den wir nicht erklären können. Der Großteil ist erklärbar mit Mutterschaft. Und der Lohnunterschied sozusagen sitzt im Kinderwagen, denn der Großteil der Mütter, die verdienen weniger als ihre Kolleginnen, die dieselbe Aufgabe übernehmen. Nun haben wir Corona und das Risiko meiner Meinung nach wird noch größer, Homeoffice, was ja grundsätzlich zu begrüßen ist. Nur die Frauen übernehmen hier sehr, sehr viel Verantwortung und verpassen im Moment genau die Chance, die ihre Kolleginnen haben und auch ihre Kollegen haben. Nämlich jetzt werden Karrieren gemacht. Jetzt braucht es starke Persönlichkeiten, die auftreten. Und wo passiert das? Bei Sitzungen im Office. Das passiert am Gang, das passiert im Lift, am Weg zur Tiefgarage, wo man plötzlich sieht, wow, da ist einer, der ist flexibel, der zeigt jetzt Stärke, der zeigt jetzt eine Führungskultur, den können wir nehmen. Und hier ist mein Aufruf, weil ich sehe das als Risiko, da Unternehmen jetzt auch Büroflächen wegreduzieren oder dabei sind, darüber nachzudenken, wen wird es treffen? Die Frauen wird es treffen, die daheim sind, in Teilzeit unterwegs sind, weil die werden in Teilzeit vielleicht bleiben. Und daher mein Aufruf an alle, liebe Führungsringe, liebe Frauen, stellt euch den Herausforderungen. Liebe Männer, unterstützt eure Frauen dabei, auch quasi wieder ins Büro zu kommen. Teilt euch dieses Homeoffice auf, teilt euch die Kinderbetreuung auf. Und liebe Führungsriegen, macht euch klar, dass nur die Diversität starke Teams gewährleistet, damit wir auch nach der Krise dort anschließen, wo wir aufgehört haben, an der Folge der Vergangenheit. Geschlechtergleichstellung ist das beste Instrument für zufriedene Familien, für glückliche Partnerschaften und für einen florierenden Standort Österreich. Helfen wir alle mit, damit dieses Ziel Nummer 5, die Geschlechtergleichstellung für nachhaltige Entwicklung auch in Österreich, weiter mit Leben erfüllt wird und wir hier anschließen können an die Vergangenheit. Danke sehr. So Carmen Jeitler-Cincelli, sie ist Sprecherin für die Sustainable Development Goals im ÖVP-Parlamentsclub, also für die nachhaltigen Entwicklungsziele. Sie spricht in ihrer Rede über Ziel 5 und das ist Geschlechtergerechtigkeit.